an Horst, dass er auch heute Morgen so toll uns angekündigt hat und gepriesen hat. Wir haben ein großes Thema bei Bofrost vor der Brust, das Thema PIM einzuführen. Dafür haben wir starke Partner an Bord. Wir haben auf der einen Seite die Firma Laudert, wir haben die Firma Cross Media, oder ihr heißt jetzt, glaube ich, For All Portal, oder? For All Portal? Hm? Ja, okay. Verstanden. Und natürlich Print, die ganze Geschichte wird auch implementiert. Also wir haben ein Riesenprojekt. Wir möchten heute auf was ganz anderes eingehen, nämlich auf das Menschliche. Warum menschelt es? Und auf diese Ebene wollen wir uns mal runterbegeben. Die ist sehr interessant und sehr spannend. Mein Name ist Thomas Borkowski. Ich bin 20, 25 Jahre im Projektmanagement. Ich mache nur Projekte. Ich mache Change und Prozesse. Und Michael, freue mich, mit dir heute hier sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Mein Name ist Michael Giesen von Laudert. Ja, wir sind Dienstleister im Bofrost-Projekt für den Part Dynamic Publishing. Und die Kollegen von For All Portal bedienen letztlich dann den Part PIM-MAM-System, also die zentrale Komponente, die dahinter steht. Ja, und das ist die Gesamtkonstellation im Projekt. Sehr gut, sehr schön. Danke, dass wir starke Partner haben. Über den Präsenter. Oh. Jetzt geht's. Yes. Wunderbar, sorry. Super. Aber das ist Change, alles ist Veränderung, alles verändert sich, always. Da gehen wir heute drauf ein. Ich bin der Meinung, jeder von uns, von euch, von Ihnen kann etwas ganz Besonderes, was kein anderer kann. Wir haben eine Kernkompetenz, eine Kernqualität. Die merkt man selbst nicht, weil die sieht man selbst nicht. Andere merken das oft und die sagen uns das. Micha, was ist deine Kernkompetenz? Ja, meine Kernkompetenz oder meine Leidenschaft. Ja, ich bin ja Consultant. Und meine Leidenschaft ist halt, dass ich wissbegierig bin und immer auf der Suche nach neuen Dingen. Bin in der glücklichen Lage natürlich, dass ich über die Arbeit das natürlich entsprechend professionalisieren kann und Kunden auf ihrem Weg begleiten kann und auch letztendlich als Innovationstreiber mit agieren kann. Ja, ich sehe dich auch als Consultant, Berater. Gerade bei uns auch in schwierigen Situationen, wenn du mitten im Projekt bist oder so, dann kommt immer die wollmilchlegende Eiersau. Ich will immer das Nonplusultra, das Sahnehäubchen. Wir sind nicht beim Standard, sondern wir sind bei dem Prozess Printausleitung. Wir reden bei Bofrost von Nutri-Score, Nährwerten und weiß ich nicht was. Eine Tiefe an Artikelinformationen, die ist Wahnsinn. Und dann will man immer das letzte i-Tüpfelchen schon ganz am Anfang im Projekt gelöst haben. Und das ist schwierig. Frage an Sie, an euch, wer kennt Bofrost? Mal Hand hoch. Gegenfrage, wer kennt Bofrost nicht? Danke. Läuft. Wir machen keine Kundenwerbung, darum geht es nicht. Sondern ja, genau, wir haben alle Bofrost-Kunden nachher. Unterschreiben Sie hier. Genau, Verkaufstalent. Meine persönliche Kernkompetenz habe ich im Laufe der Jahre rausgekriegt. Ich höre einfach nicht auf. Ne? Ich mache einfach weiter und das Ding wird zu Ende geführt. Die Projekte werden immer zum Punkt gebracht. Es gibt manchmal Punkte, wo ein Projekt nicht zum Punkt gebracht werden kann, ist aber selten. Ich bringe die Dinger zum Punkt. Wir schaffen ein starkes Team um uns herum, mit uns, und das ist wichtig. Never, never give up und so. Ne? Ja. Veränderung. Was Veränderung? Die Veränderung beginnt mit dem Schmerz. Jede Veränderung. Wer glaubt das nicht? Man will ja immer so. Ja? Ich hätte jetzt gesagt, nicht unbedingt mit Schmerz, aber es gibt ja auch neue Ideen oder Begeisterung für neue Ideen. Sehr gut. Und da muss ich nicht vorher leiden, sondern die Idee kommt aus mir heraus. Und dann habe ich Bock. Ja, ist hundertprozentig so, aber ich habe einen Schmerz vorne, sonst würde ich mich nicht verändern wollen. Die meisten Dinge beginnen mit einem Schmerz. Umsatz, Image, Kosten, irgendein Druck ist immer irgendwo da. Und das sollten wir uns verinnerlichen, dass da wirklich die Innovation oft durch Schmerz kommt. Oft durch irgendwelche Dinge. Und das ist extremst wichtig zu wissen. Und wir machen ganz am Anfang machen wir immer eine Defektanalyse. Das heißt, wir analysieren die Defekts im Projekt. Was läuft nicht? Warum läuft das nicht? Und jetzt kommt das Nächste, wir bewerten das. Wir hängen da ein Gewicht dran. Wie wichtig ist das? Wie schwierig ist das? Wie viel Geld kostet mich das? Das bedeutet, was kostet mich die schlechte Qualität? Ne? Micha? Ja? Wie ist das bei euch, bei euren Kunden? Was ja, wenn du den Punkt Schmerz ansprichst, was ist so der Antrieb letztendlich aller Kunden in anderen Bereichen bei uns, ob jetzt Medienproduktion, IT,
Fotografie, also einfach dem Zeitgeist geschuldet, Produktinformationen immer schneller, in immer besserer Qualität, immer vollständiger in die einzelnen Kanäle zu bringen. Das ist letztendlich die Essenz daraus und auch der Schmerz, den die Kunden haben. Ist das der Schmerz? Ja, der Antrieb. Da sollte man mal drüber nachdenken, ob es immer wirklich der Schmerz ist. Es gibt gleich noch einen anderen Punkt, da komme ich drauf. Manchmal ist das auch anders. Kommen wir gleich zu. Wir bei Bofrost haben das Problem, unsere Produktinformationen an die Kunden zu bringen. Und der Kunde will immer mehr wissen. Allergene, Nährwerte, Veggie, was auch immer alles da ist. Wir wollen immer mehr Informationen an den Kunden bringen und der Kunde will immer mehr wissen. Ne, da sieht man dieses eine Symbol Nutri-Score, das ist vor kurzem erst entstanden, vor einem Jahr oder so, oder anderthalb, weiß ich nicht mehr genau. Da hat sich jemand einfallen lassen, wir brauchen jetzt einen Nutri-Score, damit der Kunde erkennt, dass er die Pizza, die er isst, nicht ganz so gut ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall, dass man sofort erkennen kann, wie gut oder wie schlecht die Sachen sind, die man essen will. Das sind neue Informationen, die wieder aufs Produkt drauf müssen. Damit muss man sich kümmern, muss neue Logos kreieren und, und. Man muss sie dann wieder durch die Systeme bringen. Change Management lebt davon, weil die Mitarbeiter nicht so wollen, wie sie sollen. Ich will jetzt den Esel nicht mit dem Mitarbeiter vergleichen, sorry. Also, aber das Bild ist ein bisschen plakativ. Jetzt die Frage, wie bewegen wir diesen Esel? Ideen? Motivation. Was könnte die Motivation sein? Sein Vorteil? Der hört nicht. Was ist die Motivation für den Esel, die richtige? Was zu fressen? Die Möhre vor der Nase? Wie weit bewegt er sich? Bis zur Möhre. Bis zur Möhre. Also muss sie immer vor der Nase sein, ne? Hat er aber auch nicht wirklich Bock drauf, oder? Nee. Meine Chefin hat immer gesagt, wenn ich zu ihr gekommen bin, wir haben über das Projekt gesprochen, über irgendwelche Teamdinger oder sonst was, dann sagt sie immer, was hat er denn? Ne, das ist so, was hat er denn? Warum bewegt er sich nicht? Nicht der Esel, aber der Mitarbeiter. Warum bewegt er sich nicht? Was ist da los? Das ist ein Ding, ne, mit Futter und sonst was. Gibt noch ein zweites? Nein, das ist der Tierschutz. Lässt das nicht zu. Ja, Thorsten, du hast erkannt. Das ist meistens der Kick oder irgendwas mit der Rute oder sonst was. Und dann bewegt der Esel sich auch. Aber der bewegt sich immer nur so weit, wie der Kick dann da ist. Und dann hat er auch keinen Bock mehr. Also eine Vision, würde ich sagen. Eine Vision, ja. Visionen sind immer gut. Die müssen aber stark sein, die Version. Bitte? Ja. Sag, wenn seine Freunde schon mal laufen, vielleicht wieder mit? Ja, da kommen wir gleich zu. Sehr gut. Ja. Guter Punkt. Komm rein. Jede Veränderung durchläuft immer eine Kurve. Das ist immer die gleiche. Die wird manchmal anders dargestellt, in Wellen oder sonst was. Das ist die Change-Kurve. Und das kann man auf alles beziehen. Micha, die Veränderung, die wir durchmachen, wie ist der Case? Ja, wenn wir mal ein Beispiel nennen sollen, wir sind ja auf dem Print-Day, also ich bewege mich mal so in diesem Print-Bereich, im Publishing-Bereich. Ja, so eine klassische Situation ist, wir führen eine Automatisierung ein, auch bei euch, und die Grafiker fürchten um ihren Job. Das ist die Grundsituation. Mhm. Grafiker fürchten um ihren Job. Ach du Scheiße! Die wollen hier Automatisierung einführen. Mein Job ist nicht mehr so, wie er morgen ist. Nicht mit mir. Ich bin gut. Ich kann das. Ich bin super Grafiker top. Die können das nicht tun. Mit mir auf gar keinen Fall. Nächste Szene. Ach du Scheiße, wir werden alle sterben. Die führen das durch. Die führen diesen Change ein. Das geht nicht. Ja, an dieser Stelle muss es ja wieder in die andere Richtung gehen, rechts hoch. Was können wir tun? Also was können wir als Dienstleister tun? Was können wir als Unternehmen tun, um den Mitarbeiter letztendlich wieder einzufangen? Ist tatsächlich, ihn bei seinen Bedürfnissen abzuholen und ihm mal wirklich auch effektiv in der Praxis zu zeigen, welche Vorteile so ein System hat. Also oftmals fangen wir an mit so einer kleinen End-to-End-Betrachtung, dass wir ein Proof of Concept machen, wo der Mitarbeiter mit reingehen kann, selber aktiv werden kann, die Sachen ausleiten kann. Und das hilft ihm schon mal so ein bisschen, die Richtung zu erkennen und wieder nach oben zu kommen. Der Mitarbeiter probiert aus, ne? Wir sind im Proof of Concept, in den ersten Testphasen, versucht sich einzuloggen, Passwörter und so, mit dem System so ein bisschen klarzukommen, probiert so ein bisschen rum, klappt, klappt nicht oder so. In der Phase bewegen wir uns, kommt die nächste Phase, Micha, ja. Es geht einen Schritt weiter. Also letztendlich nach der Phase, die ich gerade beschrieben habe, gehen wir ja letztendlich in die Konzeptionsphasen, Umsetzungsphasen.
Und da wird der Mitarbeiter und ja, die Fachabteilung letztendlich eingebunden. Die Fachexpertise wird reingebracht. Er kann wirklich sein Können und sein Wissen einbringen und auch mitgestalten vor allen Dingen. Ja, und man holt ihn da ab. Der Mitarbeiter probiert aus, es geht ins Tagesgeschäft über. Es wird noch nicht ganz zur Gewohnheit, aber es wird schon so ein bisschen mehr Tuchfühlung mit dem System. Es läuft, es klappt, es wird ein bisschen mehr. Und am Ende sagt der Mitarbeiter, habe ich doch immer gesagt, wir mussten uns schon immer automatisieren. Und das war genau richtig. Ich muss diese ganzen Automatismen, ich habe früher alles Copy and Paste gemacht, brauche ich gar nicht mehr. Es ist eine super Sache. Und da müssen wir eigentlich hin. Und so eine Change-Kurve, wir haben die jetzt mal sehr tief dargestellt, Tal der Tränen, muss nicht tief sein. Was können wir tun, damit die Kurve nicht so tief wird? Ja, einbeziehen. Sehr gut, einbeziehen. Wie beziehen wir Mitarbeiter ein? Das Projekt einbinden, mit dem Mitarbeiter reden. Bei Mitarbeitern gibt es immer vier Dinge. Nicht können, nicht wollen, nicht dürfen und nicht wissen. Deswegen sind die Mitarbeiter in der Haltung, machen teilweise nicht mit und haben gewisse Widerstände. Was glauben Sie, was glaubt ihr, welches von den vier Punkten der essentielle ist, der schwerwiegendste? Bitte? Nochmal wiederholen. Nicht wissen, nicht wollen, nicht können oder nicht dürfen. Nicht wissen, nicht dürfen. Nicht wissen. Nicht wissen ist das Größte. Und mit dem Thema kann man am einfachsten agieren, um kommunizieren, einbinden, ins Projekt einbinden. Ne? Wir haben gestern einen Vortrag gehört, da war auch das Thema Einbinden ins Projekt auch ganz wichtig. Als Dienstleister mit dem Kunden zusammen ein gutes Team bilden, essentiell, ganz wichtig. Informativ, Transparenz schaffen. Auch wenn ich was mal nicht weiß, trotzdem sagen, ich weiß nicht, liebe Leute, wie es weitergeht, aber wir gehen die Veränderung, wir gehen aber gemeinsam dadurch. Und das ist wichtig, das ist essentiell, Sicherheit, Halt geben in dieser Geschichte. Das sind die Dinge, wie wir die Kurve nicht so tief lassen können, dass wir nicht in so eine krasse Schockphase gehen, sondern dass wir eher in eine flachere Kurve kommen. Und jetzt kommen wir zu der Antwort von gerade. Innovation war so ein bisschen das Thema und Lust auf Neues. Der Esel bewegt sich durch Liebe am meisten. Wenn wir unsere Projektmitarbeiter so involvieren, dass sie das Thema lieben und dass sie da wirklich Bock drauf haben und da wirklich von überzeugt und begeistert sind, dann haben wir gewonnen. Und das ist die Essenz eigentlich zum Thema Change. Ja, ich kann ein Projekt mit der Peitsche durchsetzen oder demokratisch ja. Oder so. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Aber wenn ich das erreiche, dass die Leute wirklich Bock drauf haben, am Ende sagen, wenn am Ende die Leute sagen, ich habe es gemacht, ich habe es gemacht, ich habe es gemacht, haben wir gewonnen. Wenn nachher nur sagt einer, ich habe es gemacht, ich bin der Projektleiter, dann hast du verloren. Ja, es muss eine Tragfähigkeit in der gesamten Mannschaft geschaffen werden, das ist extremst wichtig. Meistens sieht so ein Projekt, und da sind wir ja auch, ich habe das jetzt in den ganzen Vorträgen auch immer mitgekriegt, ein Projekt ist immer so ein bisschen im Nebel, ne? In Scope, out of Scope, wo sind wir gerade, wo bewegen wir uns? Management hat eine Vorstellung, es gibt das Gleichnis vom Elefanten, da gucken sich vier Blinde einen Elefant an, der eine hat so ein Ohrläppchen in der Hand, der nächste so ein Bein und die haben alle eine andere Sicht auf den Elefanten. Keiner von den fünf, die den Elefanten antatschen, haben die ganzheitliche Sicht. Und das müsst ihr als Team schaffen, den Elefant ganzheitlich zu sehen. Und das ist wichtig, der Nebel muss weg. Ja. Und beim Nebel passiert was, da geht es um den Mitarbeiter, das ist die Gefühlswelt. Und die Gefühlswelt nehmen wir oft nicht wahr. Wir gehen da gar nicht rein, wir gehen da gar nicht drauf ein, sondern wir zocken unser Ding durch. Da ist der Zeitplan, da ist das, da kommt der Consultant und. Aber ich nehme die Gefühlswelt des Mitarbeiters nicht mit. Ich muss resonanzfähige Bilder erzeugen bei jedem. Der muss am Ende sagen, wow, das ist das, was ich mir vorstelle und ist das so. Und dafür gibt es im Change Management Tools. Die sind gut, die sind hilfreich und die sind wichtig. Und diese Tools sind immer subjektiv. Die sind nie objektiv. Ich kann die nicht so richtig greifen, weil das immer so eine subjektive Sicht ist. Wenn der eine das sagt, meint der eine was anderes und. Aber mit dieser Subjektivität, die kann ich messen, da kann ich mit umgehen, da kann ich in Diskussionen gehen. Und wir haben ein paar hier aufgenommen. Das eine ist, dass wir Veränderungsziele bestimmen und definieren. Das heißt, hier bin ich heute, ich will weg von und ich will hinzu. Das Große und das Wichtige dabei ist, was will ich behalten? Oft sagt man, ich schmeiße eine Bombe rein und alles wird neu.
Die Leute wollen was behalten und das ist wichtig. Das gilt es auch zu definieren, was ich behalten will. Was sind die wirklichen Veränderungsziele, die ich in so einem Projekt habe? Und die kann man definieren, die kann man analysieren, die kann man bewerten, die kann man mit dem Team besprechen. Aber es ist alles eine subjektive Sicht. Das ist wichtig dabei. Das ist jetzt nicht so was, was man so in, du hast vorhin so einen Chart gemacht mit so objektiven Dingern da und mit Tabellen und XMLs und so. Das geht nicht, das kannst du nicht so richtig greifen. Und dann gibt es die Defektanalyse, da bin ich gerade so ein bisschen grob darauf eingegangen, dass man den Schmerz mal analysiert. Mal wirklich reingeht, welchen Schmerz haben wir denn als Unternehmen? Welches Schmerz haben wir denn in dem und dem Thema? Warum wollen wir uns verändern? Und du hast vorhin schön in deiner, sorry, wenn ich immer auf deine Präsentation gehe, aber du hast vorhin gesagt, wie lange braucht man für die Veränderung, Produktdatenpflege und. Und da kam eine wahnsinnige Zahl raus. Das wird oft unterschätzt. Es wird unterschätzt. Und wenn man den Defekt analysiert, und dann wirklich feststellt, oh, der pflegt, der macht das, da passiert das. Alles passiert irgendwie, jeder in seinem Loop, aber nichts irgendwie auf den Punkt gebracht. Und das Management sagt, ja, zum PIM-System einführen, ja, easy going, brauchen wir nicht. Verdienen wir kein Geld mit, ist nicht wichtig. Und es sind oft so Themen, die dann so hochkommen. Nein, du musst das Thema in den Mittelpunkt stellen. Es ist essentiell, so eine Basis zu legen, so eine Infrastruktur zu legen. Dann gibt es ein Thema Radikalitätsanalyse und das ist auch wieder subjektiv und da geht es eigentlich darum, wie steht der Mitarbeiter zum Change? Wenn ich jetzt der Kreative bin, wie stehe ich zum Change? Bin ich in meinem Job radikal davon betroffen? Verliere ich dadurch meinen Job? Oder ist das für mich easy going und ich freue mich drauf? Und das kann man messen und dann kann man das mit mehreren Leuten messen und dann trägt man das in eine Skala ein und dann diskutiert man darüber. Warum siehst du das so? Und plötzlich kommen ganz andere Aspekte hoch. Und dann misst man das, dann nimmt man das Management rein, dann sagt man Management, wie siehst du das? Ich sehe das, der sieht das dann da ganz unten, so easy going, überhaupt kein Problem. Der sieht das aber als großes Problem und diese Schere ist Change Management. Da musst du was tun, da musst du ansetzen, da musst du mit den Leuten reden, die Leute involvieren, mitnehmen und gucken, was für Sorgen und Ängste sind da. Haben wir oft bei Großprojekten, wenn du irgendwas einführst, wo ein Automatismus ist, der jetzt, wo ein einfacher Job gefordert ist, ne? Da denkt man dann, oh, ist easy going, ich stelle da den und den ein, aber welche Bedürfnisse, welche Sorgen hat denn der Mitarbeiter? Und die sollte man mal mitnehmen. Und auch die Radikalität am Unternehmen messen, das heißt einmal in Bezug auf Mitarbeiter und einmal in Bezug auf Unternehmen. Wie radikal ist die Veränderung fürs Unternehmen? Kann das Unternehmen davon unter Umständen nicht mehr existieren? Und das kann man subjektiv messen. Dann haben wir Analyse der Veränderung. Und das machen wir gleich, da gehen wir gleich mal rein. Und man kann die Veränderung auch bilanzieren. Wenn man die Ziele aufgenommen hat und wenn man das mal definiert hat, dann kann man das bilanzieren. Was sind die Plus, was sind die Cons, wo will ich hin, wo will ich weg von, wo will ich hin und was will ich behalten? Wir gehen nur auf ein Tool jetzt noch ein bisschen tiefer ein, und zwar auf die Analyse, die ganzheitliche Analyse der Veränderung. Habe ich was vergessen, Michael? Nein. Gut. Gib mir eine Info. Die ganzheitliche Analyse der Veränderung. Wir haben auch nicht viele Folien. Da geht es eigentlich darum, sich mal mehrere Perspektiven einzudenken. Auf der einen Seite habe ich das Unternehmen, ich habe das Team, die Gruppe und ich habe das Individuum, den Einzelnen. Und dann habe ich drei Ebenen, die Sachebene, die Beziehungsebene und die technische Ebene. Die Sachebene ist einfach und die technische Ebene, Micha, was macht ihr da immer, wenn ihr so in Projekten technisch oder? Ja, auf technischer Ebene, um den Mitarbeiter mitzunehmen, ich habe es ja gerade ansatzweise schon mal genannt. Beim Projekt, wenn es auch schon in der Akquisephase ist, Vorteile auch für dich als Mitarbeiter, wenn es dann weitergeht im Projekt, wenn sich entschieden wurde für ein System, dass wir dann eben so eine kurze Proof-of-Concept-Phase machen, dort eben schon Input auch von den Fachabteilungen, von den Mitarbeitern mit reinkommt, die einfach testen können ausgiebig und dann diesen Input letztendlich noch weitergeben in die nächsten Phasen. Bis hin in die Umsetzungsphase, Konzeptionsphase, bis in die Schulung, dass die Mitarbeiter tatsächlich in Key-User-Modellen letztendlich mitgenommen werden und dann das Ganze im Unternehmen weitertragen. Sehr gut. Die wichtigste Ebene ist aber hier die Beziehungsebene und die wird oft vernachlässigt. Was verändert sich bei der Änderung im Team? Also erstmal beim Unternehmen, was verändert sich im Unternehmen auf Kulturebene? Was ist die Unternehmenskultur? Kann mir das einer sagen?
Unternehmenskultur. Bei uns gibt es so ein Heftchen, das liegt irgendwo im Ordner. Die Unternehmenskultur wird natürlich immer schön runtergeschrieben. Das ist, was für Regeln herrschen vor? Wie geht man mit den Leuten um? Wie ist wirklich das Gelebte? Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Da gibt es dann so auch so ein paar Dinge. Bei uns muss man viele Wörter kennenlernen, alles so Abkürzungen, so ganz, ganz viele, so, wo man erstmal so denkt, was ist denn hier los? Ne? Und die stehen dann auch für viele andere Dinge noch. Und das ist Unternehmenskultur, gelebt und sonst was. Und dann gibt es die auch im Team, diese Unternehmenskultur oder nicht. Und das ist das eine, Unternehmenskultur. Und das nächste ist, wie ist so das Team? Das heißt, wenn ich in die Veränderung reingehe, ihr seid ja hier so ein bisschen bei Print und ja, PIM, DAM und all diese Dinge, da verändere ich ja was. Da verändere ich ja was im Team. Und wie ist das neue Teamverhalten? Brauche ich ein neues Team? Muss ich damit umgehen? Habe ich neue Prozesse in dem Team, die da neu laufen? Die muss ich berücksichtigen. Arbeitsanweisungen, die neu geschrieben werden müssen und, und. Also das wäre jetzt wieder die Sachebene. Aber wie fühlt sich das Team? Ich sitze heute hier, morgen sitze ich woanders, in einer anderen Gruppe, habe einen anderen Raum. Auf der Sachebene sind wir dann wieder neue Computer, neue Software, ich muss mich irgendwo einloggen oder so. Wie fühlt sich das Team? Wie kommt das Team damit klar? Welche Sorgen, Ängste und Nöte gibt es im Team? Das ist das, was ich so ein bisschen oben drin geschrieben habe. Wer sind die Hauptbetroffenen, Hauptbeteiligten? Was verändert sich? Was verändert sich konkret? Was bedeutet das im Team auf der einen Seite? Und auf der zweiten Seite, was bedeutet das für mich als Individuum? Was muss ich tun? Welche Fähigkeiten, Kenntnisse habe ich, die ich gegebenenfalls neu erlangen? Welche Ängste und Sorgen habe ich? Und die Sorgen kann man den Leuten nehmen durch Kommunikation, durch Reden, durch klares Reden, durch vernünftiges Reden. Auch mal sagen, wenn ich noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, extremst wichtig. Und das ist der Punkt, welches Ausmaß an Bedrohlichkeit erfährt der Mitarbeiter. Weil der erfährt immer was. Für Änderung ist für ihn immer. Und das macht sich in verschiedenen Dingen bereit. Das kann sehr offen sein, das kann sehr introvertiert zurückgezogen sein. Und das kann man auch feststellen. Aber am besten ist immer, mit den Leuten darüber zu reden. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf unser Projekt ein, aber nicht so tief. Kurz, wo wir stehen und was wir vorhaben. Und als ich diesen Mount Everest gesehen habe, irgendwann letztes Jahr, da habe ich gedacht, oh mein Gott, ist dieses Projekt groß. Ne? PIM, denkt man auch, führt man ein. Und das ist ein Riesending. Und deswegen bin ich froh, dass wir wirklich froh, dass wir starke Partner an Bord haben. Die 4All Portals, die Lauderts und den Horst als Schwergewicht im Projekt, was auch gut ist, weil ich glaube, wir brauchen Professionalität. Ne? Weil wir haben heute auch irgendwo gehört, es gibt noch irgendwo Kataloge, die gedruckt werden und so. Das ist ein Kern von uns, von Bofors. Wir leben von Katalogen. Das ist eins der Hauptverkaufsmedien, die wir haben. Ohne Katalog, ohne Print geht es nicht. Wir brauchen irgendwas, wo wir blättern können, wo wir den Kunden mit überzeugen können, sei es bei der Werbung oder es gibt noch Postkarten sogar. Ich finde die sogar geil, weil die kriegst du nach Hause und dann hast du ein Ding da liegen und der kommt in zwei Wochen, sieh zu, genau, und der kommt immer öfter und immer schneller und so schnell kriege ich die Tiefkultur nicht leer. Ist nicht schlimm, kauf dir eine neue, mach ein größeres Ding dahin. Ist so. Und der Fisch ist sowieso der Beste. Lassen wir das, nein, Spaß beiseite. Wir sind Qualitätsführer, das ist eine andere Geschichte. PIM. Hast du zufällig einen Katalog dabei? PIM, wir führen ein PIM ein bei Bofrost und das tun wir in roundabout 8 Ländern, noch ein paar kleinere Länder. Wir haben so roundabout 10.000 Mitarbeiter plus minus, ein paar mehr sind es wahrscheinlich auch noch. Und ein wahnsinniger Change, weil wir verlagern das nach vorne, das Ganze. Diese Produktpflege machen wir ganz am Anfang und die machen wir konsequent. Und dafür gibt es da dieses, auf der linken Seite, das Thema SIM, also da haben wir Supply Chain Information Management System drin. Damit machen wir Produktpflege und die Produktpflege wird geprüft durch Qualitätsmanager und Produktmanager. Und das ist extremst wichtig, dass zwei Leute das Ding absegnen, weil wenn du eine Schraube falsch dingst, ja, dann ist der Handwerker sauer, weil die kann er dann beim Dranmachen der Spanplatten nicht wieder rauskriegen oder so. Das ist dann so ein Thema. Aber bei uns, wir reden von Lebensmitteln und da hast du gewisse Auflagen und mit Allergenen, Zutaten und Nährwerten. Das ist schon ganz wichtig, dass wir da sehr genau und sehr korrekt sind. Deswegen werden die Daten geprüft durch Qualitätsmanager und durch Produktmanager. Die machen den Haken da dran. Der Change bei uns im Projekt ist aber nicht, dass die beiden den Haken dran machen. Machen die sowieso, müssen die machen, sind die zu verpflichtet. Aber diese Internationalität, wo du so ein bisschen auch von gesprochen hast, die keiner so wirklich am Schirm hat. Was muss ich denn jetzt da tun in der Tiefe und in der Breite? Und wir haben nicht so viele Artikel.
Wir haben nicht so viele, ne? Wir haben ein paar tausend Artikel. Aber in der Tiefe, wie viel Daten braucht man, um so ein Handy oder so darzustellen? Wie viel Felder muss man dafür in so einem PIM-System pflegen? Nur mal so, Frage, ich habe keine Ahnung. 150 bis 200. So viele? Ja. 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 Ja, mehr? Und in der Kundendarstellung hast du dann so 30 oder irgendwie sowas, ne? Für euren Spinat ein bisschen weniger. Ja, bei uns hast du 300 bis 400. Das glaubt keiner. Alle Allergene, Zutaten, Nährwerte, die ganzen Laborwerte, die Min-Max-Werte, wir haben eine strenge Qualitätskontrolle, wir sind bei Bofrost, strenge Qualitätskontrolle, die müssen alle eingehalten werden, diese Dinge, und die müssen gecheckt werden und die müssen unterschrieben werden mit dem Produktionspartner gemeinsam mit uns, und die halten wir fest. Diese Informationen sind wichtig und die sind Vertragsbestandteil, weil wir haben in der Regel keine Krise. Wir wollen keine Krise und wir wollen der Sache vorbeugen. Und wenn da irgendwas schlecht ist, nehmen wir es aus dem Markt raus, eher dass irgendwas hochkommen kann. Es passiert immer mal was bei Ernten und sonst was, da bist du nie vorgefeit, aber in der Regel, wir haben sowas nicht, wird man bei uns nicht feststellen. Ich rede zu viel, Micha, es tut mir leid. Aber dieses PIM-Projekt ist groß. Das ist die eine Seite, SIM, Produktdaten pflegen, checken, prüfen im System, und jetzt überführen wir diese Daten in das neue PIM-System. Auf der anderen Seite haben wir das DAM-System, wo wir die ganzen Assets pflegen, und die verheiraten mit dem Text. Und dann haben wir den Single Point of Truth, wo jeder Mitarbeiter im Kundenbetreuungsbereich reingehen kann, die 708 Bofrost-Erbsen extra zart aufrufen kann, klick, wuff, ich kriege ein Produktdatenblatt und ich kriege die Info. Das ist das eine. Und unten haben wir dann die Anschließung der Channel, dass wir auch die Sachen in die Channel ausspielen. Internet, Social Media, Verpackung und alles, was wir sonst so haben, und auch den Printbereich. Und Micha, was treiben wir da? Ja, also die von dir angesprochenen Kataloge, die kennt ja jeder, denke ich. Jeder kennt Bofrost und eben damit einhergehend die Kataloge. Und ja, das ist das, was letztendlich umgesetzt wird mit der Print-Suite. Also von der klassischen, generischen Seiten, vollautomatisierte Seiten mit der einzelnen Produktdarstellung, als auch eben Kreativseiten, wo dann einzelne Produkte noch platziert werden. Die Besonderheit besteht hier halt, dass wir das komplett in diesen gesamten MAM-Workflow integrieren. Also alles läuft letztendlich im Vor-Ort-Portal ab und kommuniziert dann letztendlich mit der Print-Suite. Aber was da hinten rausfällt, ist dieser klassische Katalog, dieser Rasterkatalog. Ja. Ja, das ist erstmal Hauptfokus-Katalog, aber es ist natürlich alles andere an Print auch. Wir haben bis zu 500 verschiedenste Printmedien allein in Deutschland, und das mal 8 Länder oder so, da kann man sich vorstellen, was bei uns los ist. Und das ist auch dann die entsprechende Befürchtung, Sorgen, Nöte und Ängste der Mitarbeiter, die wir da haben. Da verändert sich jetzt was, ne? Nicht nur beim Kreativen, auch beim Konzeptioner, der heute Tracking und Tracing macht, der guckt, dass alle da sind, dass das Foto da ist, Foto geschossen werden mit Foodstylisten und was da alles passiert, dass das alles wide on track ist. Ich sag mal so, wir hauen da eine Bombe rein und wir machen es komplett neu. Ist ein bisschen salopp gesprochen, aber so ist es. Wir verändern das kolossal. Und das in allen Ländern. Und das funktioniert nur, wenn wir das mit einem tragfähigen und guten Team machen. Bedeutet gute Projektstruktur, gute Organisation und klare Verantwortlichkeiten. Das ist essentiell. Komme ich gleich noch drauf. Micha, was vergessen? Also grundsätzlich, vielleicht nochmal auch bei der Einführung der Print-Suite, wir schaffen Transparenz vor allen Dingen für die Mitarbeiter. Ja. Das ist alles relativer Blackbox-Prozess, und das ist halt alles offengelegt und völlig transparent. Ja, und wenn man auch unsere Ernährungsberatung sieht, ne, da sind heute teilweise Leute, die tippen Dinge in eine Access-Datenbank ab, damit wir unsere Ernährungsberatungslisten erzeugen können und. Und das können wir zukünftig mehr oder weniger auf Knopfdruck generieren und erzeugen. Und es ist gerade erkennbar, dass es dahin geht, und ich finde das mega geil. Ja. Ich hätte eine Frage zu dem Schaden. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also die Qualitätskontrolle, SIM und warum nicht gleich das in PIM machen? Ja, das ist ein guter Punkt. Den Punkt haben wir schon so oft im Projekt diskutiert, ist wirklich ein guter Punkt. Und der Punkt, um den zu erklären, ist, wir reden hier von der Produktdatenbank, und von der Produktdatenbank im Food, das ist speziell, weil wir als Bofrost, wir sind Händler, wir sind Produzent, wir haben zwei Brillen auf, und dafür braucht man ein spezielles System, die ganzen Laborwerte, die Analysen zu machen. Wir haben Prozesse dahinter, Ingredients Management, nur um einen Punkt zu nennen, da geht es dann darum, dass Zutaten harmonisiert werden, die müssen nach EU-Recht da reingebracht werden.
Die müssen normiert, harmonisiert werden, mit den Ländern abgestimmt werden. Die Dialektika, Schweiz heißt die Zutat anders als in Deutsch, das muss man abbilden. Also wir haben auch die Sprachdimensionen drin. Da reden wir von bis zu 21 Sprachen, die wir da drin haben. Und das muss man handeln. Und dafür braucht man ein spezielles System, was das kann. Es kann vielleicht ein PIM auch, aber das muss man dann erst dahin entwickeln und man muss erst das Know-how aufbauen. Und dazu haben wir die Zeit nicht. Und deswegen haben wir das System in den letzten 5 Jahren aufgebaut. War auch mein Vorprojekt. Irgendwie erntet man dann immer das Nächste. Ich weiß gar nicht, warum. Und deswegen haben wir dieses SIM vorgestaltet. Ist aber eine berechtigte Frage, definitiv. Was wir noch machen, ist so ein bisschen die interne Sicht und der interne Nutzen, den wir haben. Wir automatisieren. Wir gucken uns ganz viele Prozesse an. Und das ist im Projekt, ich möchte mal so ein Thema sagen, man vergisst das oft. Weil, was sind schon Prozesse? Brauche ich nicht oder sonst was? Für mich gibt es 2 essentielle Punkte im Projekt. Das eine sind die Prozesse. Und das andere ist, modular zu denken. Das machen wir heute nicht. Wir denken oft nicht modular. Modular heißt, wenn ich so ein Outlook einführe, dann habe ich einen Posteingang, dann habe ich eine Kalenderfunktion, einen Ausgang und weiß ich nicht, dann habe ich Module. Und anhand dieser Module kann ich mein Projekt bewerten, da kann ich mein Scoping machen, da kann ich mein Feinkonzept schreiben, was auch immer. Anhand dieser Module kann ich das skalieren und kann wunderbar die Arbeitspakete, sei es agil oder sei es klassisch, vollkommen egal, aber tracken, tracen und whatever, da können wir die ganzen Dinge machen, um das Ding umzuziehen. Also modular, ich teile mein Projekt auf in verschiedene Teilmodule. Wird unheimlich oft vergessen, ist meistens eine Soße oder so, nicht immer ganz klar, sehe ich in vielen Projekten, ohne das negativ zu meinen, aber ist ein Riesenfehler. Und der zweite Punkt ist, dass man sich die Prozesse anguckt. Und dass man bei den Prozessen, und für mich essentiell, weil ich bin gelernter Prozessmanager, Verantwortlichkeiten, Rollen und so. Und Verantwortlichkeiten, ja, da steht einer drin, aber macht's der? Oder ist der verantwortlich? Oder wie läuft das überhaupt, dass man sich genau diese Welt auch nochmal vor Augen führt? Wer ist denn verantwortlich und wer führt aus? Es gibt ja so eine Wasey-Matrix, da steht dann genau drin. Aber wer macht's denn wirklich? Wer ist denn derjenige, der es macht? Und dann male ich den Prozess und dann frage ich nachher, toll, jetzt haben wir einen Prozess gemalt, ist der denn auch so? In echt, lass mal gucken. Ja, nee, in echt ist der, na, hilft uns nicht. Wenn wir einen Prozess machen, muss der Prozess in echt und in ist, so wie heute ist, aufgenommen werden. Und dann überlegen wir uns, wie wir dann zum Soll kommen. Und nicht erst den Sollprozess malen, das funktioniert nicht. Sorry, aber das geht nicht. Wenn ich den Sollprozess aufmale, vergesse ich immer Dinge, die ich im Ist-Prozess noch nicht sauber analysiert habe. Ach ja, da war ja noch so ein kleiner Prozess mit Ernährungsberatungslisten erzeugen oder irgendwie sonst Spaß. Und das fällt dir tierisch auf die Füße. Und wir wollen natürlich die Lizenzverwaltung in dem neuen System neu gestalten. Wir binden eine Plattform an, Smint.io. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch ihn das kennt. Das ist eine Plattform, wo man Stockfotos dann automatisiert darüber einkauft. Die binden wir auch in unser Konstrukt ein. Und gemeinsam mit unserem heutigen Medienpartner werden wir das auch lösen, das ganze Thema. Und natürlich dann auch Katalogerstellung und Automatisierungsdinge. Zweite Folie, der Nutzen für uns als Bofrost, was haben wir jetzt davon? Das ist immer so die Frage, was hast du denn von so einem PIM? Das ist ja eigentlich so wirklich gar nicht greifbar. Wir haben auf der einen Seite haben wir einen indirekten Nutzen, weil wir binden was an, wo andere was von haben. Das ist immer doof, weil die anderen den Nutzen haben und wir haben den nicht. Das ist immer so die Frage, bist du jetzt ein qualitatives Projekt oder ne, bringst du einen Umsatz oder irgendwas oder Einsparungen? Dann gucken sie immer so auf die Einsparungsgeschichte, ist aber falsch. Wir sind ein rein qualitatives Projekt, wir sind ein Infrastrukturprojekt, wir legen Leitungen. Und die Leitungen sind extremst wichtig zu tun. Und wir sorgen dafür, dass die Betriebsführung sichergestellt ist. Das kann nicht der externe Dienstleister machen, das musst du intern tun. Da musst du die Struktur für schaffen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Key-User-Konzept geschaffen, international, die letzten Jahre, im Bereich DAM, im Bereich PIM, dass da die Produktpflege sauber ist. Da kümmern sich 60 Leute roundabout drum, damit das läuft. Und das ist essentiell wichtig, weil ne, wenn man so einen Stein in so ein Wasser schmeißt, dann hat man so Kreise. Ne? Und wenn man hier vorne ist, kriegt man die Kreise gut mit. Aber wenn man da in Spanien oder Italien ist, dann kriegt man nicht immer alles mit. Und deswegen muss man sich ein gutes Team schaffen und die gut vernetzen. Und das machen wir gerade über ein Key-User-Konzept oder die letzten 1,5 Jahre schon. Und das trägt Früchte, das Thema. Irgendwann muss ich eine Situation schaffen im Projekt, die sagt, time to say goodbye. Cortes ist damals nach Südamerika gereist und hat dann seine Schiffe abgebrannt, so nach dem Motto, ihr kommt hier nicht mehr zurück, sondern wir bleiben jetzt hier. Und das haben wir auch in jedem Projekt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr zurückgeht. Und den Punkt muss man schaffen. Und der ist essentiell. Micha, wie ist das bei euch? Habt ihr diesen Punkt? Schafft ihr den Punkt? Wann ist der? Ja, kann man ganz konkret an eurem Beispiel sagen. Also sobald wir im Publishing in die erste Live-Produktion gehen, also
da werden alle Zöpfe abgeschnitten und dann ist in der Regel kein Weg zurück. Ja, man muss natürlich schauen, dass man möglichst hohen Automatisierungsgrad entwickelt, damit eben auch der Schmerz der Reproduktion dieser ganzen Materialien halt nicht da ist. Aber das ist letztendlich der Punkt, wo es nicht mehr zurückgibt. Dann will ich noch einmal die Essentials mitgeben, die wir haben, die ich gerade schon so ein bisschen umrissen habe, aber nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Wir brauchen ein starkes Ziel. Es ist extrem wichtig, ein Ziel zu haben und wo man sich auch darauf fokussiert, ist wirklich extrem wichtig, weil das Ziel wird immer wieder und immer wieder in Frage gestellt im Projekt. Immer wieder und von allen möglichen Leuten. Aus allen Ecken kommt das. Deswegen braucht ihr ein starkes Ziel und ihr braucht ein starkes Team dahinter, was ihr auf dieses Ziel ausrichtet. Zweiter Punkt ist der unbedingte Wille zum Umsetzen. Ich muss das umsetzen wollen. Wenn ich das nicht wirklich will, ist das auch Käse. Das führt zu nichts. Ich kann ein starkes Ziel, aber keiner Bock darauf, dann ich brauche auch den Willen, das zu tun. Und ich muss diesen Weg gehen und auch konsequent gehen. Team und klare Strukturen. Und ich schule auch Projektleiter, Projektmanager bei uns im Haus. Und eins der essentiellen Dinge ist, Teilprojektleiter zu benennen und die Teilprojektleiter so zu enablen, so zu, wie sagt man auf Deutsch, so zu befähigen, danke dir, so zu befähigen, dass die autark handeln können für ihren Teilbereich. Und als Projektleiter werde ich mich eigentlich niemals in die fachlichen Anforderungen der Teilprojektleiter einmischen. Das müssen die machen. Wenn der eine für den Bereich Sales MK, also Marketing, da ist, dann hat er dafür die Verantwortung zu tragen. Der nächste hat die Verantwortung für den Bereich IT zu tragen. Der nächste für den Bereich Produktmanagement. Der nächste für den Bereich Qualitätsmanagement. Und so schaffe ich mir 4, 5, je nach Projektgröße, Teilprojektleiter, die autark agieren und handeln können. Gegebenenfalls auch mit Budgetverantwortung. Und das ist wichtig, weil immer wenn ein Thema kommt, Qualität, wupp, ist der zuständig, Technik, wupp, ist der zuständig. Und du bist safe mit der ganzen Nummer und das läuft. Ist ja bei euch dann sicherlich ähnlich. Auf der anderen Seite haben wir dann euch als starken Ansprechpartner und großes Projekt, viele Themen drin. Scope. In Scope, out of Scope. Ist immer so ein Thema, ne? So nach dem Motto, ich umschreibe mal den Scope, was ist denn der Scope und überhaupt und so. Der Scope muss klar umrissen sein, ich muss sagen, was ich tue. Und ich muss auch sagen, was ich nicht tue. Das ist nämlich bei uns dann so, in dem Projekt, ja, da muss das Internet auch verändert werden und. Nee, da machen wir den Schnitt, Internet rühren wir nicht an. Wir liefern bis zu der Grenze, liefern wir die Daten an oder wir sagen Push oder Pull, ihr könnt euch die abholen oder ziehen. Aber da ist die Grenze, Internet bauen wir nicht neu, müsst ihr selbst bauen. Aber dieses In- und Out-of-Scope klar zu definieren, ist wichtig, sonst haben alle ein anderes Verständnis von dem Thema und jeder meint, der muss da irgendwie die Welt neu erfinden und ihr kriegt ständig irgendwas ins Projekt mit rein. Moving Targets ist das eine und das andere ist, der Projekt-Scope wird immer größer. Modulares Denken habe ich vorhin erläutert, brauchen wir nicht mehr darauf eingehen. Gibt es Fragen zu den Erfolgskriterien oder generell? Wie weit sind Sie bei Bofrost in dem Projekt? In welcher Phase? Normalerweise wollte ich gar nicht präsentieren hier. Aber ich bin charmant überredet worden. Also Möhre oder Stock, ne? Ich mache es aus Liebe, das ist wirklich so. Also ich liebe Projektmanagement, ich liebe neue Dinge zu machen und neue Dinge zu gehen. Deswegen, wir sind nicht ganz am Anfang. Und dieses Bild mit diesen 5 Dingern da, was da war, also SIM auf die Reihe zu bringen, also die Produkte zu pflegen, da sind wir jetzt relativ weit. Also wir haben einen guten Punkt geschafft. Vielleicht noch ein Bild dazu. Wir haben 60 Produkte letztes Jahr im Sommer gepflegt und die haben wir auf Flughöhe gebracht. Und bei 60 Produkten mussten wir 10.000 Felder pflegen. Im internationalen Zusammenhalt. Und da sieht man mal, wie groß das ist. Und wenn wir von ein paar tausend Produkten, dann reden wir von 100.000, 200.000 Feldern, die wir am Ende des Tages pflegen müssen. Das ist, wo wir sind. Wir sind bei der Pflege, sind wir ganz gut unterwegs. Wir sind jetzt so langsam bei dem ersten Test. Da sind wir kurz davor, dass wir jetzt diesen nächsten Monat, wenn ihr ein bisschen Gas gebt, ne, dann können wir auch mal, wir gehen jetzt in den nächsten Test. Ist nicht böse gemeint. Also wir sind jetzt bei dem Test von den Print-Themen und nächstes Jahr schließen wir alle Channel an und mit dem PIM-System ist erkennbar, wo die Reise hingeht, Knopfdruck, du kriegst die Daten raus und dann werden wir unsere internen Callcenter werden wir anschließen, wir werden die Ernährungsberatung anschließen und all die anderen Dinge. Wenn wir erstmal den Punkt geschaffen haben, ist es dann easy, die nächsten Schritte zu gehen und Projekt ist nächstes Jahr im Oktober zu Ende. Da treffen wir uns zu Success oder so, hat der Horst gesagt und
Lessons learned auf jeden Fall. Factbook, Lessons learned und so what. Okay, dann würde ich noch ein kurzes Video zeigen zum Thema Nutzen, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe. In unserer immer mehr vernetzten Welt wächst der Stellenwert von Informationen exponentiell. Nehmen wir das Beispiel unserer Kunden, deren Fragen zu unseren Produkten immer konkreter und tiefgehender werden. Um diese zu beantworten, greifen unsere geschulten Mitarbeiter auf Informationen in unseren Verkaufsmedien oder in eigenen Ablagesystemen zurück. Leider sind diese Informationen jedoch oft nicht einheitlich und schon gar nicht, wenn man es länderweit sieht. Unser Produktinformationsmanagementsystem, kurz BIM, ist logischerweise die Lösung hierfür, da dieses unser komplettes Wissensmanagement für alle unsere Produkt- und Bildinformationen an einem Ort bündelt und für alle Mitarbeiter standardisiert zugänglich ist. Auf Knopfdruck wird eine aktuelle Produktübersicht generiert. Über Such- und Filterfunktionen wird nach jeglichen Inhaltsstoffen oder Merkmalen gesucht. Dies ermöglicht zum Beispiel der Ernährungsberatung im Handumdrehen kundenspezifische Zutaten, Nährwerte und Allergenlisten zu generieren. Alle deklaratorischen Daten für die Verpackungserstellung stehen sofort zur Verfügung und ersetzen die heutige manuelle Ablage. All dies in allen Sprachen und stets einheitlich. PIM hat noch viele andere Nutzen, zum Beispiel Optimierung aller Prüfungsprozesse, da alles am Anfang und nur einmal geprüft wird. Oder automatisiertes, transparentes Lizenzmanagement von Stockfotos. Oder Katalogerstellung und Vorschaufunktionen, die State of the Art sind. Obendrein legen wir mit PIM auch das Fundament für alle Zukunftsthemen, wie zum Beispiel ein zeitgemäßes CRM, in dem wir unsere Kunden mit individuellen Angeboten versorgen können. Unterstützen Sie unser PIM-Projekt, damit die vielen aktuellen Rundläufe der Geschichte angehören. Ihr dürft alle mitmachen. Ja, vielen Dank. Letzte Folie. Sollte jeder für sich beantworten, was ist deine, eure, ihre besondere Kernkompetenz? Was kannst du speziell, was kein anderer kann? Selbst merkt man das nicht, das sagt einem oft der Freund, die Freundin, der Bekannte. Und das sollte man wahrnehmen, weil für einen ist das immer easy. Ich kann das, kann doch jeder. Nee, kann nicht jeder. Manche Dinge kannst nur du.